Ich habe nur auf die Schaltfläche gedrückt. Ich habe nur ein einziges Mal geklickt. Ja, das wird wahrscheinlich noch nicht schon bei mir da. Ja, sag ich ja, durch den Ping wird es wahrscheinlich auf die linke Seite geklickt. Ja, aber einer von uns beiden muss ja abgelehnt haben und da ich gerade erstmal wählen konnte, The Non-Aggression Pact has ended. Ja, den will ich aber nicht nochmal neu aussondern, der ist mir zu doof. So, meckern wie er will. Was ist die Zeitung? Oh. Marvelous to meet you. And that we may show truth or anything actually in my Job's done. Oh, das sieht schöner aus. Of course, you know what's best. Weißt du, was interessant ist? Dass wir noch so unglaublich viel Einfluss gerade haben. Anarchy is anything you want it to be. So machen wir das. Oh, Crown Falls macht gerade 11.000. Despite my privilege, I'm not so bad. I take that as a compliment. Fangen wir mal das an. Must I fix everything? Machen wir das? Ja, natürlich. 150k. Das geht ja gerade noch so. Von wo darf ich mir ein Öl vom Öltanker absnacken? Erstmal brauche ich ein paar neue Fenster hier drüben. Seductive charts, bury my desk. Das klärt immer noch nicht die Frage. Vom Ölhaufen Süd, der hat aber noch keine Raffinerien und dem fehlt Stahl und dem fehlt Beton das, und dem fehlen Fenster. Das juckt mich alles nicht. Ich kann dafür sorgen, dass das mal eben passiert. Wollte gerade sagen, ich schicke da jetzt erstmal die Trade Route hin und um den Rest hätte ich mich danach gekümmert. So. Hallo, Rinaldo. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? Geht mal back, Chris. Gut, Fisch ist halt 6 Tonnen, ne? 6 Tonnen von 1100 stehen bei mir gerade im Lager. Ich hab mehr Gläser als Fisch. Das ist halt auch so eine interessante Sache. Boah. Was willst du denn mit Fisch außerhalb von Glas? Ja, vielleicht möchten das... Vielleicht möchten das so ein paar Menschen haben, weißt du? Hab mal gehört, die stehen so auf Fisch. Es hört sich aber echt fischig an. Das habe ich mir auch beim ersten Mal gedacht. So, Small Warehouse. Erstmal abchecken. So, hier. Zweimal. Das dürfte hoffentlich ausreichend sein, oder? Oder brauchen die dafür? Nee. 100, 100. Ach komm, 150, 150. Was? Hm? Ja. Anno hat gerade mal wieder rumgesponnen. Every little bit could make a difference for us. So, dann geht das hier jetzt erstmal weiter. I'm always that. Lucky for you. Weil dann kann ich nämlich meine schöne Produktion wieder hochfahren. Denn ich brauche ja, wie gesagt, tatsächlich einfach Stahl und Nähmaschinen. Also Stahlträger und Nähmaschinen. Das hört sich interessant an, aber wäre, glaube ich, nichts für mich. Mit nur einer einzigen Insel, das wäre mir tatsächlich, nee. Es ist vor allem nicht möglich. Jein, du könntest theoretisch handeln mit allem Möglichen, aber... Also es wäre eine interessante Challenge, um zu gucken, wie weit man tatsächlich kommt, aber boah, nee. Ich hab gar keinen Bock drauf, wäre mir viel zu stressig. Ich lagere jetzt schon gerne aus. So, was möchte Silver hier auf seiner Insel, die ihm gerade unterm Arsch weggekauft wird? Oder NPC, nur die drei Händler. Ja, dann geht er um. Was? Was?
Haben wir die mal eben rumliegen? Nein. Web. Können wir die überhaupt produzieren? Nein, also gerade noch nicht jedenfalls. Ich habe dafür auch keine Farm am Laufen. Also wir könnten, glaube ich, weil ich alle Inseln habe dafür, aber ich habe keine Fabrik dafür rumlaufen. Und noch möchte ich keine aufbauen, weil noch sieht es noch nicht nach Krieg aus bei uns, weißt du? Aber große Schiffe, Großbomben. Ja, keine Sorge, bekommst du noch. Aber erstmal ist wichtig, dass unsere Wirtschaft am Laufen bleibt. Wo wird denn hier gerade so viel ausgegeben? Nein, 47.000. Ups. Die Schiffe hauen auch ganz ordentlich rein. Ja, das sind halt 6.000 knapp. Guck dir mal die Royal Texas an, die sind halt bei 10.000. An mir liegt das nicht. Ja, du hast ja auch nichts zum Bauen. Ich zahle einfach keine Steuer, du. Ja, das macht die ganze Situation noch schlimmer. Immer diese dämlichen Steueroasen hier. Nicht nur Steueroase, sondern auch alles andere Oase. Ja, weil bei mir ja mal wieder nichts ankommt. Sagen wir es so, die Schiffe werden noch nicht von meinen Leuten produziert. So, warte mal. Soll ich jetzt abchecken? Also, Ressourcen geht klar. Ich bin jetzt tatsächlich so ein Stück weit auf Elektrizität angewiesen. Auf massenhafte Elektrizität. Und ich muss mal dringend gucken, dass ich mehr Eisen ranschäffle. Aber wenn ich hier die zwei Insel, die zwei Dinger dran setze. Huch, warum habe ich so eine 75 Speicherplatz? Willst du mich jetzt verarschen? Darf ich eigentlich die Stahl- und Nähmaschinenroute wieder eröffnen, oder? Nein, bisher noch nicht. Also okay. Nähmaschinen schon mal gar nicht. What the fuck? Die Route dafür. New orders. Achso, warte mal, hier fehlen mir jetzt gerade... Hier habe ich jetzt gerade zu viel tatsächlich gesetzt. Huch, mein Fehler. So. Wo fährt die denn los? Hold the crane. Der ganze Stiesel geht da jetzt auch mit rein. Zack. Fährst du mal wieder ganz entspannt zurück. Und holst hier mal ein bisschen Stahlzeug rein. Route, die Route steht schon mal. Das ist gut. Frigate First Class. Ach so, du meintest die. Ach so, lol. Also du meintest jetzt Stahl, Nähmaschinen, Kohle und Erz, ne? Ja, nachdem ich jetzt endlich deine gesamten erstellten Handelsrouten umbenannt habe, damit ich weiß, wer da wohin fährt. Ja, macht man nicht. Man benennt die Handelsrouten nicht um. Und warum geben wir noch Geld für Fälle aus? Wo geben wir Geld für Fälle aus? Wir geben Geld dafür aus, dass ein Schoner 80 Tonnen Felle von A nach B schifft. Ja, reicht doch. Ist doch in Ordnung. Kann er auch ruhig machen. Habe ich kein Problem mit, sag ich dir. I have need. You lack the guts to carry it through.
Was, jetzt kriegen wir die ganzen High-Level-Aufträge, die wir jetzt halt abbrechen müssen? Ja, weil ein gewisser Herr keine schweren Waffen herstellt. Du könntest vielleicht mal Ship of the Line produzieren? Wozu hast du so viele Kanonen, Mann? Wir haben Ships of the Line! Ja! Dann die geh da rein! Leck mich, dann geh da halt mit 3 Ships of the Line rein! Die sind aber teuer ohne Ende! Ja, entschuldige mal! Gut, dann baue ich hier gleich eine auf! Warte, 2200 kostet das, 1000 kostet das. Gut, dann. 3 Ships of the Line in Produktion. Ich meine ja nur. Und da muss ich in keinen Raum mehr tatsächlich nochmal ein bisschen wieder die Teile abreißen, damit wir da Salpeter fördern können gerade. Mal eben kurz spontan. Weil ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht, warte, Salpeter kann ich noch. Ich könnte noch Silva den Krieg erklären. Dann könnten wir noch Salpeter bekommen. Oder Messier könnte ich den Krieg erklären. Auf der Ölpfütze. Ja, oder du förderst es auch langsam auf der Ölpfütze. Wie gesagt, mich interessiert die alte Welt nicht. Die alte Welt ist für mich ein Schrotthaufen. Braucht keine Sau. Gut, dann produzieren wir jetzt Salpeter. Wie viel hättest du gerne? Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was ist denn, wie viel Salpeter braucht man? 2 Minuten? 1 Minute? 2. 1 Minute. Das heißt, ich brauche davon... Entweder 2 oder 4, je nachdem, ob du es elektrifiziert haben möchtest. Hier, da schiffe ich doch keine Elektrizität hin. Wir brauchen Öl woanders viel eher. So, und jetzt lass mich rechnen. 15, 4 Stück, 4 Stück, 8 Stück brauche ich. Und wie kommst du auf 8? Heavy Weapon Factory? 4 Stück. Möchte? 4 Dynamitfabriken. Und 8 Salpeterfabriken. Simple as that. Du möchtest also eine Eisenmine komplett auslasten? Ja. Nur für schwere Geschütze. Würde ich dann den Gallien aussetzen. Nochmal. Ja. Ich habe keine Lust mehr, irgendwie dumm rumzurechnen und zu gucken, wo ich noch eventuell irgendwo ein bisschen Eisen haben könnte. Entweder erschöpft die Mine ganz aus oder es bleibt. Okay. Bedauernd nachzuschrauben ist auch nicht gerade Sinn und Zweck der Geschichte. Weil ich habe jetzt gerade so ziemlich meine ganzen Eisenminen auf Volllast gesetzt, beziehungsweise ich rechne oder ich gucke gerade, wo ich die ganzen Eisenminen auf Volllast setzen kann und wie. Damit ich hier jetzt endlich mal einen Grund drinne habe. Ach, Salpeterminen sind online. Dann brauche ich noch 2000 Ingenieure mehr. Das bedeutet, ich brauche noch eine deutlich größere Stadt. Das bedeutet, mein Verbrauch steigt an. Das bedeutet, ich habe, glaube ich, gerade irgendwas Wichtiges nicht. Ich habe Völkerholz nicht. Das bedeutet, ich brauche erstmal Völkerholz. Das war tatsächlich nicht so intelligent, wie ich mir das gerade vorgestellt hatte. Da war jemand ein bisschen brain AFK. Wie viele Maschinen stellst du eigentlich gerade her? Aktuell stelle ich, glaube ich, 1 pro Minute her. Entschuldigung, 1 alle 45 Sekunden. Wenn alles gut läuft. Könnte ich dann eventuell für die neue Welt ein paar Maschinen bekommen, damit ich hier mehr Dampfmaschinen auf die Felder bringen kann? Kannst du machen. Du kannst dich aber auch entscheiden, ob du jetzt gerade noch ein Dings haben möchtest, ein Cargo-Ship. Kannst dich gerade entscheiden. Erst Cargo-Ship, dann die Maschinen. Warte. Ich kann mal ganz kurz nachgucken. Ich habe gerade 22 Tonnen Maschinen. Dann wie viel brauchst du für ein Cargo-Ship? 20. Ja, das ist dann... Dann gebe ich nochmal ein Cargo-Ship in Auftrag. Dann werde ich jetzt mal dafür sorgen, dass hier ein bisschen Elektrizität an Bier und Dings kommt. Bier und Brot.
Weißt du, dann kaufe ich einfach mit Devisen Maschinen beim alten Nate. So, warte mal. Wie gut funktioniert jetzt gerade unsere Ölroute? Bestimmt noch gar nicht aktuell. Nee, die funktioniert noch gar nicht, weil wir noch keine Ölpumpen auf der Insel haben, wo der versucht, Öl abzuzapfen. Oh, ich habe nochmal 20 Dampfmotoren bekommen. Nice. Geschenkt. Also, du kannst dich jetzt entscheiden. Entweder ein Cargo-Ship oder Dampfmaschinen. Dann will ich mich Beides. Jetzt entweder... Also kannst du 20 Tonnen Dings haben. Yay! Dann gebe ich mir jetzt halt kein Cargo-Ship gerade mehr in Auftrag, sonst hätte ich das zweite noch in Auftrag gegeben, aber... Nö, sonst... Sonst fahre ich jetzt mit einem Clipper mit ein bisschen Fischöl zum Nate und kaufe mir da die Maschinen. Was ist nicht ein bisschen sinnlos? Du, ich kacke hier Geld, indem ich ein bisschen Bananen rüberschiffe. Immer schön zu Isabel Samento. Ich glaube, unsere Wirtschaft verträgt das. Meinst du? Wenn du jetzt nicht spontan sagst, dass du dir den Palast bauen möchtest. Und gebaut. Dann verkaufe ich mal eben allen Rum, den wir hier haben. The fuck. So. Das Einzige, was ich maximal demnächst anfangen würde, wäre eine Weltausstellung. Die kostet auch 1 Million, oder? 300.000. Der Palast ist bedeutend teurer. Ja, erstmal brauche ich dafür die 200 Steine. Weißt du, dieser Weg wird steinig und schwer. Und es wird auch kein leichter sein. Ist dafür jetzt eigentlich ein Copyright Strike? Hoffentlich nicht. Ja, für das Lied. Dieser Weg wird kein leichter sein. Nun ganz klein. Jetzt habe ich es ja gesungen. Dreck, das sind glaube ich keine 216 Dings. Jetzt kann ich ja sonst einfach kurz nachgucken, ob das 216 sind und mehr. Nein, sind es nicht. Sad story. Aber dann stelle ich hier noch eine Weizenfarm hin. Jede der drei Mühlen käme dorthin. Nils? Ja. Ich kritisiere dich ja nur ungern. Aber? Bist du dir sicher, dass die Ölhandelsroute so richtig ist? Warum? Sag mal so, ich gucke hier in meiner neuen Welt. Insel ohne Ölproduktion und sie hat Öl. Wobei nein, sie hat noch nicht Öl, aber sagen wir so, das Öl wird halt in Crown Falls geladen und in Ölhaufen Süd abgeladen. Nein, das glaube ich nicht. There has to be a mistake for that. Take your eyes off. Irgendwas stand da aber so. You can serve as a soot-stained stoker aboard my runaway train.
Ja, du, das ist jetzt nicht ganz so geil. Ich glaube, ich drehe durch. Warum? Ich könnte schwören, dass das da noch stand, aber egal. Soll ich die Quest ablehnen? Scream, Shack, Pleb! Don't expect any favors from me! Okay, da ist eine Flotte von 2 Schiffen und dann kommt da das dritte. Gut. Has returned from its voyage. Krass. Ja, lediglich 150 Tonnen Stahlträger. Ja, easy. So. Zack. Jetzt kann ich hier auch ganz entspannt mit Elektrizität ankommen. Nur in der Bierproduktion noch nicht. Denn die wird auch verdoppelt insgesamt. Das heißt, ich brauche mehr... Easy. Das heißt, ich brauche mehr Hopfen und noch mehr Weizen. Holy crap, Alter. Ja, scheiße. Was denn? Hab gegambelt und hab verloren. Oh, and while we're there, meins. Why not invite me in the Horde for afternoon tea? Ship constructed. Aber dann kann ich hier nochmal Bier Hopfen hin. So, eine Hopfenfarm. Die zweite und dritte kann dann hier jeweils mit hin. Ich habe jetzt 150 Tonnen in der neuen Welt von perfektem deutschen Stahlbeton. Sehr gut, sehr gut. Zack. Zack. Das Schiffchen kommt jetzt auf die Pelzroute. So. Jetzt einmal Electricity ankommen, ne? Dann könnte das sehr interessant werden. So. Es ist aber, glaube ich, das erste Mal, dass ich mein Feld, also meinen landwirtschaftlichen Bereich industrialisiere. Huch.
Auch das muss irgendwann mal passieren. Oder sehe ich das falsch? Na, es gibt für alles ein erstes Mal. Das stimmt. Hast du eigentlich mal auf die Reichweite des Zankhofes geguckt? Nicht wirklich, weil bisher war das nicht unbedingt notwendig bei mir. Die ist ultra, ich weiß. 1 Tankhof für gefühlt meine gesamte meine gesamten Feldbereich. Also wenn ich meinen Tankhof etwas intelligenter platziert hätte. Das kann ich ja immer noch machen. Dann reicht dieser Tankhof für die gesamte Insel. Ja, du hast aber auch noch nicht alles mit Stein geupgradet. Ja, ich werde auch nicht alles in Richtung Stadt mit Stein upgraden. Brauche ich auch nicht. Ist einfach nicht notwendig. Die Leute sollen merken, da kommt ein Weg, der nicht angenehm zu gehen ist. Den gehe ich einfach als Tourist nicht. Also mit anderen Worten, genau da, wo ich langlaufen würde. Ich entferne noch ein paar Holzbohlen aus der Holzbrücke. Sodass du eigentlich weite Wege springen musst. Mach ich auch. Gleichzeitig lasse ich die so morsch aussehen, dass es so aussieht, als ob es durchbrechen würde. Interessiert mich nicht. Wenn deine Freundin es sich nur angucken würde. Interessiert mich nicht. Ich würde trotzdem rüberrennen. Darfst nicht vergessen, okay. Wenn ich sowas mache, dann mache ich das auch mit Leib und Seele. Hier ist bisher immer noch kein Öl angekommen. Das ist jetzt ein bisschen sad natürlich. Ja, das Öl ist auch noch nicht losgeschickt worden. Nein, Mann, ich meine auf meinem fucking Kraftwerk. Was? Bei meinem Kraftwerk, was da schon seit Minuten steht, ist immer noch kein Öl angekommen. Ja, du hast es richtig verstanden. Danke. Ist die Strecke blockiert? Nein, also noch nicht. Also nicht der Teil jedenfalls. Hast du denn genügend Öl? Das ist jetzt nämlich die Frage gewesen, ob ich überhaupt grundsätzlich genug Öl produzieren würde. Dieses werde ich aber auch gleich herausfinden. So, die Ölmotoris. Ich habe wieder fast 20 Ölmotoren. Dann soll ich wahrscheinlich wieder noch ein neues Cargo-Ship basteln, ne? Wenn es gut läuft, gönne ich mir gleich erstmal ein bisschen Loot. Sehr gut. Loot ist immer gut. Hauptsächlich, weil von Malting eins von der Silver, von Silvers Schiffen versenkt. Okay, ich produziere nicht genug Dings und Crown Falls macht nicht mehr genug Geld gerade. Was denn? Malting hat einen Clipper von Silver geknackt. Oh. Der war voll beladen. Oh. Es wäre jetzt halt nur interessant, was es dort gibt. Was werden wir ja gleich sehen. Vielleicht schwere Waffen. Was ist mit der Bilanz los? Was fehlt dir da drüben? Warte, soll ich es dir ganz kurz auf den Zettel schreiben? Hm? Es fehlen Furcoats, die kommen gerade erst wieder frisch rein. Es fehlt Energie, es fehlen
Es fehlt Kaffee und es fehlt Rum. City is a magnet for genius. Einkaufsliste geschrieben? Gut, danke. Mhm. Was zum Henker? Okay, ich möchte kurz festhalten, dass der Clipper, der ja 4 Slots hat, ja, hat gedroppt. 9 Tonnen Ponchos, 8 Tonnen Holzbretter, 25 Tonnen Holzstämme, 10 Tonnen gebackene Bananen und 39 Tonnen schwere Geschütze. Ah, okay. Oh, lol. Okay. Show those crazy plebs what's for. Let's go. Let's go for them happiness. Keep the lower classes. Meine Leute sind so zufrieden, wenn irgendein Zwischenfall eintreten würde, ich könnte 2 Mobilisierungen durchführen. Hm. So, wollen wir sonst jetzt erstmal für... Ab, dass keiner revolutionieren wird und keiner krank werden wird und auch keiner in Brand legt. Wollen wir denn sonst jetzt für heute erstmal aufhören, weil wir müssen ja offensichtlich noch an jeder Stelle gefühlt nachbessern. Nils? Ja? Ich möchte noch die Ölbohrtürme in Betrieb nehmen in der neuen Welt. Krass. Ich habe jetzt gerade nochmal meine Ölfabrik hochgezogen. Aber ich schicke dir dann demnächst mal ein paar Schiffe da hoch, die eventuell schwere Waffen an Bord haben. Das hört sich doch gut an. Wir brauchen die gar nicht selbst produzieren. Du meinst, der Typ schickt dir, schenkt sie uns schon freiwillig? Nein, wir müssten immer nur hinter Silvers Schiffen hinterherfahren. Und dann diese Schiffe looten, wenn die von Meiting oder Messier abgeschossen werden. Also sagst du Stur looten und leveln, Männer. Looten und leveln. So, Öl steht. Sehr cool. So, weil dann würde ich nämlich jetzt für heute aufhören, dann würde ich das einmal alles schnell in Render schmeißen. Und dann können wir uns, dann kann ich das Ganze ja, dann können wir das Ganze ja noch neu evaluieren. Sollten jetzt wieder einige Folgen dabei sein. Huch, ich glaube, ich habe gerade einen Zug gelöscht, aus Versehen. Ein Zug? Ja. Wie? Indem ich eine Schiene neben den Zug platziert habe. Ah. Das hat dem Zug, glaube ich, nicht ganz so gefallen. Wir möchten Menschen nach Hause von mir. So, aber in diesem Sinne würde ich dann sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Mitmachen. Und Felix, wir schnacken dann nochmal wegen morgen bzw. Samstag. Jo. Ich werde die Folgen aus dem letzten Stream erstmal wieder komplett durchrendern und Stuff tun und dann, naja. In diesem Sinne, es war mir mal wieder eine Ehre, es hat mir mal wieder richtig Spaß gemacht und wir hören uns schon dann hoffentlich in einem der kommenden Streams. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.